Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von unserer Precursor-Reise. Ja, ihr seht, hier läuft gerade ein Event, das heißt Rettet die entführten Skrid vom Albtraumhof. Und wie ihr euch erinnern könnt, ist das das letzte Event, das wir noch brauchen, um unsere Reise abzuschließen. Blöderweise ist das jetzt irgendwie nie da gewesen, wenn ich da war, beziehungsweise das ist nicht ganz richtig. Ich habe immer ungefähr hier gewartet. Das Problem ist, das Event ist unterhalb der Wegmarke und tatsächlich reicht es wirklich aus, die paar Meter überhalb der Wegmarke zu stehen, dass man das Event nicht sieht. Und das hat mich jetzt natürlich schon immens geärgert, dass ich das Event halt einfach nicht gesehen habe. Und deswegen, ja, im Endeffekt die ganze Zeit hier für nichts und wieder nichts gewartet habe. Aber jetzt bin ich ja da und jetzt läuft das Event und dann sollten wir jetzt eigentlich heute diese Sammlung abschließen können. Ja, ich habe halt extra vorsichtshalber gerade nochmal im Wiki nachgeschaut und habe mir so gedacht, okay, jetzt schaust du mal nochmal. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Sachen, die erledigt werden müssen, um das machen zu können, um das hier zu schaffen. Ich war mir halt nicht sicher, ob das wirklich alles so 100% passt. Und dann sehe ich, das ist unterhalb der Wegmarke. Ich dachte mir, das wäre um die Wegmarke herum, dieses Gebiet. Aber tatsächlich ist es dieses Oval hier, wo diese Events sind. Ja, und das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, deswegen Entschuldigung, das ist ja meiner eigenen Blödheit mal wieder gewachsen, dass ich das nicht gesehen habe, dass wir dieses Event eigentlich schon längst hätten haben können. Und damit haben wir es auch. So einfach kann das gehen. Ich habe mich ja geportet, das Event war da. Wow. Ernsthaft? Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Aber wir haben es und das ist natürlich die Hauptsache. Und jetzt werden wir uns einfach mal angucken, was genau wir hier brauchen. Was halt natürlich aber auch bedeutet, dass diese Folge extrem kurz wird. Ach verdammt, weil das Event halt auch nur 1 Minute 50 gedauert hat. Meine Güte. Oh, das ärgert mich gerade so immens, ihr glaubt das gar nicht. Aber wir können es nicht mehr ändern. Beim nächsten Mal läuft es hoffentlich besser. Ach Mann. Naja, dann können wir ja in der Folge schon mal nochmal auslosen, mit welcher wir weitermachen. So, damit haben wir Sonnenaufgang, das experimentelle Tagschwert abgeschlossen. Ich lege dann das einfach mal hier ins Lager. Und dann machen wir das mit der Ele auf, weil die Ele hat ja die meisten Berufe, wie wir wissen. Und dann können wir gleich mal gucken, was wir da alles genau brauchen. Wobei es vermutlich eh immer das Gleiche sein wird. Das wird wahrscheinlich genau das Gleiche sein, wie wir es bei dem Pre für Dämmerung ja auch brauchen würden. Aber wir schauen uns trotzdem an. Vollständigkeitshalber, ich bin der Meinung, das gehört halt schon auch irgendwo dazu. Und dann könnte halt diese Folge noch dabei sein, wie ich auslose, was als nächstes für ein Legi gemacht wird. Dann ist die Folge nicht so kurz. So. Dann latschen wir mal ganz kurz hier vorne hin. Ja, es ist eine leichte Verzögerung. Hat man vielleicht Teleport jetzt beim Lichtblitz gerade gemerkt, weil ich halt gerade wieder hochlade und da ist der Ping halt mal wieder irgendwo bei 400. So, damit haben wir die Essenz der Hoffnung. Und hier dieses Rezept. Dafür müssen wir zur Waffenschmiedin. Das ist hier. Müssen uns natürlich erstmal zum Waffenschmied ausbilden lassen. Konstrukteur. Legen wir mal kurz ab dafür. Und dann sprechen wir mit der Handwerkstation. Und dann schauen wir mal Axt, Dolch, Großschwert, Hammer, Handwerkskomponente, Inschrift, legendäre Komponente. Begrenzte Schwingen, begrenztes Resultat, das Gerät. Dämmerungsexperiment. Morgenrot-Experiment, da haben wir es ja. Okay. So würde das Ganze ausschauen, wenn wir das jetzt machen würden. Wir brauchen dafür diese Essenz, die haben wir ja bekommen. Experimentelle Tagschwertklinge, die besteht aus 15 Deldrimor-Stahlbarren. Dann hätten wir den Tagschwerthefte, besteht auch aus 15 Deldrimor-Stahlbarren. Die legendäre Inschrift, die besteht aus 10 elonischen Lederflicken. Das ist das Ganze, was es halt teuer macht. Und ja, da müssen wir dann natürlich gucken. Das ist halt einiges. Aber irgendwann werden wir das schon mal zusammenbekommen. Und dann können wir auch anfangen, diese Pre-Teile zu bauen. Und dann dürfte das schon klappen. Also ich möchte halt schon Stück für Stück, möchte ich die halt schon ganz gerne dann bauen. So, dann wie gesagt, die Folge, weil die dauert jetzt bis jetzt nur ja 5 Minuten, würde ich sagen, losen wir einfach schon mal aus, was wir als nächstes für den Pre bauen werden.
Dafür muss ich mir noch mal ganz kurz meine Liste herholen mit meinen Notizen, die ich hier habe. Und da brauchen wir auch natürlich diesen Randomizer. Randomizer, random.org und so. Genau, das ist das, was wir brauchen. So, dann können wir das nämlich hier gleich mal auslosen. Und dann schauen wir mal. Zack. Das sind die alle, die wir noch haben. Dann dürfen wir durch sein. Das sind tatsächlich gar nicht mehr so viele. Und dann machen wir mal Randomize. Und was bauen wir als nächstes? Hoffnung! Cool. Aber ich wollte gerade sagen, Hoffnung ist, wenn nicht der Gerät. Nein. Hoffnung war es. Der Gerät war Astralaria. Oder das Gerät. Hoffnung. Oh, alles klar. Dann fangen wir also mit Hoffnung an. Die Axt. Das heißt, es wird uns dann wahrscheinlich dann auch wieder in die HOT-Gebiete drängen. Wir werden also mal wieder in den HOT-Gebieten unterwegs sein. Okay, das hört sich doch eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht an. Dann zeigt mir eure Waren. Dann können wir hier gucken. Können wir uns dann für 5 Gold und 10.000 Karma können wir uns dann nächste Folge Hoffnung holen. Ja, da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.